Guten Tag, hier ist der Gregor Höll der Firma Atelier Vision und ich zeige Ihnen jetzt, wie man bei einem Produkt die Suchmaschinenoptimierung vornimmt. Da gibt es verschiedene Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist der Seitentitel, das ist der allerwichtigste Punkt. Und dann, also die Meta-Tags sind mindestens genauso wichtig. Und was oft falsch gemacht wird, und zwar am Beispiel dieses gelben Poloshirts, zeige ich Ihnen, wie man das Ganze verbessern kann. Wir haben einen relativ nichtssagenden Titel, den man definitiv verbessern kann. Und das Zweite ist, dass wir uns, das ist das, was wir immer zuerst machen, jeder Suchmaschinenexperte macht das natürlich, er schaut sich Titel, Description und Keywords an, also die sogenannten Meta-Tags, die Meta-Angaben. Dazu kann man das, man kann das im Quellcode sehen, dazu gibt es in Chrome, gibt es eine relativ schöne Extension, mit der man hier, das Zeichen sehen Sie hier, mit der man hier draufklicken kann und man sieht den sogenannten Title. Der Title ist ganz klar, das ist viel zu kurz, der kann aus 5 Worten bestehen und sollten wichtige Keywords beinhalten. Dann haben wir die sogenannte Description, da haben wir Poloshirt Gelb, das ist eine ausführliche Artikelbeschreibung. Das ist ein Teil der Artikelbeschreibung, das nimmt Magento 2 automatisch in diesem Shop hier. Das ist aber, das sollte man von Hand verbessern. Weil da fehlt eine Telefonnummer, da fehlen die Versandkosten, da fehlen viele Dinge, die man viel besser machen kann, weil dieser Artikel, diese Description wird nachher in den Suchmaschinenergebnissen angezeigt, sowohl Titel auch, als auch die Description. Und die Keywords kann man auch etwas verbessern. Es gibt strittige Meinungen zu Keywords, es gibt Leute, die sagen, Keywords sind überhaupt nicht mehr wichtig. Ich bin gar nicht so, wir sind da gar nicht so sicher. Möglicherweise haben sie doch noch eine gewisse Relevanz und deswegen pflegen wir sie auch natürlich entsprechend richtig. Und wie machen wir das? Das erste ist, ich zeige Ihnen schnell hier, das ist dieser Tag Inspector. Das ist im Chrome Web Store, finden Sie diesen Tag Inspector als Chrome Extension oder Erweiterung, so dass Sie selbst Ihre eigenen Titel hier überprüfen können. Das ist das eine. Und das zweite ist, was wir machen, natürlich, wir sind hier in dem Bearbeitungsmodus des Artikels. Hier haben wir den Artikeltitel. Aber ich zeige Ihnen jetzt schnell, wenn Sie ein Poloshirt tatsächlich verkaufen wollten, in Gelb oder in einer anderen Farbe, machen Sie das, was die Profis machen. Schreiben Sie nicht Poloshirt, schreiben Sie das, gehen Sie zu Amazon, suchen sich Poloshirts dort raus, das habe ich gemacht. Und was macht Amazon selbst? Das ist tatsächlich ein Amazon-Produkt, Amazon Essentials sind Amazon-Produkte, die Amazon selbst verkauft. Amazon, das finden Sie, das Gleiche finden Sie auch bei eBay zum Beispiel, verwendet mehrere relevante Suchbegriffe, nämlich Herrn Golf Polo Shirt. Man könnte auch schreiben Herrn Shirt, Golf Shirt oder Polo Shirt. Amazon macht das hier bewusst etwas kurz, aber es verwendet Suchbegriffe, die Menschen halt verwenden, wenn sie nicht nur Polo Shirt suchen. Herrn ist natürlich wichtig. Und Amazon schreibt noch gleich rein, reguläre Passform und schnell trocknen. Also 2 Vorteile dieses Produkts. Sie kommen direkt in den Titel rein, weil auch diese Seitentitel sind Teil eines Suchergebnisses, auf das man eher klickt, wenn man vielleicht doch ein paar weitere Informationen hat, wie wenn die Informationen zu kurz sind. Das sehen Sie auch bei Amazon, bei vielen anderen wenn man hier Poloshirt sucht, bei vielen anderen Mitbewerber. Wir haben Herren, Sommer, T-Shirt, Polo, Kragen, Poloshirt, Slimfit, gemustert Knopfleiste, Kappa, Herren, Polo, Shirt ist nicht ganz so klug gemacht, Polohemden. Also seien Sie kreativ, suchen Sie bei Amazon und suchen Sie bei eBay und suchen Sie bei Google danach. Sie werden nämlich finden, was andere Leute sich ausgedacht haben und zum Teil wissen die dann tatsächlich, dass es weitere relevante Suchbegriffe gibt. Das heißt, was wir machen ist, aus dem gelben Poloshirt, ich habe hier eine entsprechende Vorlage, wir machen Herren Poloshirt, Polohemd, Kurzarmshirt, reguläre Passform und schnell trocknet. Eigentlich weiß ein Suchmaschinenoptimierer, dass mehr wie 5 Begriffe etwas zu viel sind. Wir riskieren doch noch, es kann einfach sein, dass Suchbegriffe hier am Schluss ignoriert werden, kann aber sein, dass sie auch eine gewisse Relevanz haben. Und wir schreiben noch
das Wort Gelb dazu, weil das ist jetzt in dem Fall der richtige Name. Und so geben wir den Produktname hier ein. Das ist jetzt der Produktname. Und bei Magento ist es so, dass man natürlich den Produktnamen eingeben kann. Der hat eine gewisse Relevanz. Und dann gibt es einen Bereich, der heißt Search Engine Optimization. Und dort geben wir als Metatitel genau das an, was ich auch gesagt habe. Und für die Keywords geben wir an, das Wort Gelb ist doch, Gelb können wir hier auch hineintun. Und was Magento automatisch macht für die Meta-Description. Die Meta-Description ist ziemlich wichtig. Die Meta-Description ist ein Bereich, wenn man hier, das ist ein Google-Suchergebnis, das ist hier die Meta-Description, das ist ein Seitentitel, das ist die Meta-Description. Und Sie sehen, manche Meta-Descriptions sind etwas deutlicher, undeutlicher und manche sind sehr deutlich mit diesen grünen Hinweisen, heben sich letztendlich stark von den anderen Suchergebnissen ab. Und genau das ist das, was wir hier auch tun werden. Wir kommen hier zurück und das fügt Magento 2 automatisch an, wenn man eine Beschreibung des Produktes angegeben hat. Das ist grundsätzlich gut. Magento 2 verwendet den Produkttitel und fügt dann noch einen zusätzlichen Text hinten an. Das machen wir aber nicht. Wir verwenden einen besseren Text. Wir formulieren einen Text, der als Add-on sozusagen hier bei jedem Produkt hinten angeführt wird. Und der heißt in unserem Fall, das ist jetzt ein Vorschlag, günstig bei MG2 Demo Shop, so heißt der Name, bestellen habe ich weggelassen, kann man auch noch hinzufügen, versandkostenfrei, sichere Zahlung, Beratung unter Telefonnummer. Oder so kann das auch heißen, also das spielt dann keine große Rolle und vorne dran steht der Produkttitel. Also wir verwenden den Produkttitel. Wir verwenden dann diesen Zusatz, speichern das Ganze. Und jetzt haben wir hier ein Produkt, das einen wesentlich suchmaschinenoptimierteren Titel hat. Und dieser Titel ist sehr, sehr wichtig, also ein Produkttitel, weil er eben andere Suchbegriffe wie nur Polo-Shirt berücksichtigt. Aus Kundensicht. Das zweite ist, dass wir hier natürlich einen sauberen Meta-Title haben hier oben. Wir haben eine sehr gute Meta-Description mit Hervorweisung oder mit Verdeutlichung von den Verkaufsargumenten wie günstige Versandkosten, sichere Zahlung, Beratung unter und tatsächlich auch gleich eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Und das ist letztendlich auch das Ergebnis hier, dass man möglicherweise einfach etwas sucht und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Diese Telefonnummer schafft entweder Vertrauen oder, weil man weiß, wenn ich da was bestelle, finde ich die Nummer, wird auch nicht versteckt, kann ich direkt anrufen. Oder ich kann direkt anrufen, um ein Produkt zu kaufen oder eine Frage zum Produkt oder zum Lieferzeit oder Versandkosten zu fragen. Das heißt, mit diesen Titel, Description und den vollständigen Keywords, die hier drin sind, haben Sie wesentlich größere Chance gefunden zu werden auf der Seite und natürlich durch die entsprechenden Suchmaschinen. Das ist etwas Arbeit, dass man diese Textvorlage erstellt hier und die kann man dann aber für jedes Produkt verwenden. Dieser Zusatz sollte nicht zu lang sein. Sie sollten hier nicht mehr wie 140 Zeichen verwenden. Alles, was vorne ist, hat eine größere Relevanz wie das, was hinten ist. Deswegen verwenden wir selbstverständlich auch den Produkttitel am Anfang. Aber grundsätzlich fahren Sie mit solch einem Kombination aus Produkttitel, Keywords und Meta-Description auf jeden Fall wesentlich besser wie mit einem ganz kurzen Titel.